Hallihallo zur 18. Ausgabe des Urlaubsliebhaber-Podcasts. In dieser Folge geht es um Stockholm. Stockholm ist das politische, kulturelle und natürlich auch wirtschaftliche Zentrum Schwedens und hat mit knapp 1 Million Einwohnern auch die meisten Einwohner in ganz Schweden und auch in ganz Skandinavien. Mittlerweile kann Stockholm auf eine über 700-jährige Besiedlungsgeschichte zurückblicken und natürlich kann man vieles davon auch noch heute besichtigen. Bevor wir mit den Sehenswürdigkeiten loslegen, will ich natürlich noch kurz erwähnen, dass ihr in der Videobeschreibung einen Link zu unserer Website findet und dort findet ihr eine Karte mit allen Orten, die ich in diesem Podcast erwähne, außerdem auch alle Tickets zu den verschiedensten Sehenswürdigkeiten in Stockholm, also Führungen und Eintrittskarten und so weiter. Und durch unsere Vergleichsrechner, die ihr auch in der Videobeschreibung finden werdet, könnt ihr natürlich auch noch eine ganze Menge Geld sparen, wenn es um euren Flug und um euer Hotel geht. So, damit aber auch wieder genug der Eigenwerbung, fangen wir an mit den Sehenswürdigkeiten. Und davon gibt es in Stockholm natürlich eine ganze Menge. Zuallererst will ich da das Vasa-Museum erwähnen. Das beherbergt nämlich das Schiff Vasa und das ist das einzige erhaltene Schiff aus dem 17. Jahrhundert und noch über 95% des Schiffs sind bis heute konserviert worden. Es ist das beliebteste Museum ganz Skandinaviens, zumindest wenn man dem Betreiber Glauben schenkt, und es ist vor allem auch durch seine besondere Geschichte berühmt geworden. Denn nur wenige Minuten nach dem ersten Auslaufen 1628 lief das Schiff auf Grund, weil es einfach zu schwer war und wurde erst Anfang der 60er Jahre geborgen. Es lag also über 330 Jahre auf dem Meeresboden. Grundsätzlich sind die meisten Museen etc. in Stockholm relativ teuer. Es gibt aber den Stockholm-Pass, mit dem kann man sehr viel Geld sparen. Zu dem werde ich später noch mehr sagen. Weitermachen will ich jetzt mit den Schlössern in Stockholm. Davon gibt es nämlich auch eine ganze Menge. Ich will mich vor allem auf drei konzentrieren. Zuallererst einmal das Stockholmer Schloss. Das ist von außen nicht gerade ein Hingucker, von innen aber durchaus. Und es hat 605 Zimmer und damit eines mehr als der Buckingham Palace. Es wird mittlerweile nur noch für repräsentative Zwecke genutzt, sprich zum Beispiel für Staatsempfängnisse. Die Königsfamilie lebt mittlerweile im Schloss Drottningholm, dazu werde ich später auch noch mehr sagen. Es gibt im Stockholmer Schloss insgesamt 5 Museen, die man besichtigen kann, unter anderem die Schatzkammer und die Rüstungskammer, das würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Und zur Mittagsstunde gibt es immer die Wachablösung, die könnt ihr euch auch mal anschauen. Das Schloss liegt in der Altstadt. Für die genauen Koordinaten einfach mal unsere Karte auf unserer Website abchecken. Und das Schloss ist natürlich auch im Stockholm-Pass enthalten. So, dann will ich jetzt auch weitermachen und zwar mit dem nächsten Schloss. Wie schon angekündigt, das Schloss Drottningholm. Das ist nämlich mittlerweile der Wohnsitz der königlichen Familie und ist circa 10 Kilometer von Stockholm entfernt. Obwohl das Schloss der Wohnsitz der königlichen Familie ist, kann man die Gärten und auch einen Großteil des Schlosses fast das ganze Jahr über besichtigen. Wunderschön von außen und auch von innen. Und ebenfalls im Stockholm-Pass enthalten. Da könnte man sogar mit dem Boot hinfahren, wohlgemerkt. So, das soll es zum Schloss Drottningholm gewesen sein. Jetzt geht es noch weiter mit dem Schloss Gripsholm. Das liegt 60 Kilometer westlich von Stockholm. Klingt jetzt erstmal nach einer sehr weiten Distanz. Es gibt aber auch eine Schifffahrt dorthin und die würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Das ist dann nämlich 3,5 Stunden voller wunderschöner schwedischer Landschaften. Und das Schloss selbst lohnt sich natürlich auch, denn es beinhaltet über 4500 Gemälde, ist im klassizistischen Stil gehalten und auch die Kleinstadt, die bei dem Schloss liegt, ist absolut sehenswert. Stockholm wird oftmals auch als das Venedig des Nordens bezeichnet, denn auch hier gibt es wahnsinnig viele Kanäle und da würde ich euch auf jeden Fall auch ans Herz legen, vielleicht mal eine Bootsfahrt zu machen oder zumindest ganz viel Zeit am Wasser zu verbringen. Das lässt sich aber sowieso quasi nicht vermeiden, da überall Wasser ist. Und jetzt geht's weiter mit der Stockholmer Altstadt. Die wird auch Gamla Stan genannt. Das ist das ursprüngliche Stockholm, das heißt von hier aus hat sich Stockholm immer weiter ausgebreitet. Gamla Stan ist eine wunderschöne Altstadt mit wunderschönen Kirchen, perfekt zum Schlendern, zum Beispiel auch die vielen kleinen Gassen sind da sehr empfehlenswert. Und die beiden wichtigsten Kirchen bzw. Sehenswürdigkeiten auch sind einerseits die Deutsche Kirche, die hat diesen hohen Turm, der ist insgesamt 96 Meter hoch, und die Storkirkan, das ist mittlerweile der Stockholmer Dom. Warum heißt die Deutsche Kirche Deutsche Kirche? Na ganz einfach, früher war mal die Hälfte Stockholms deutscher Abstammung. Im Stockholmer Dom haben übrigens Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel geheiratet und der Dom ist auch im Stockholmer Pass enthalten. So, das soll es auch mit der Altstadt gewesen sein. Weiter geht's mit dem Skansen Freilichtmuseum. Das ist das älteste Freilichtmuseum der Welt und wurde 1881 eröffnet. Hier kann man das schwedische Leben ab dem 16. Jahrhundert kennenlernen und zwar in der natürlichen Umgebung. Das heißt, das ist kein klassisches Museum, sondern man kann zum Beispiel einen Bauernhof betrachten, einen Herrenhof, eine Kirche, ein kleines Stockholmer Stadtviertel und vieles, vieles mehr, finde ich total faszinierend.
Im Freilichtmuseum könnt ihr übrigens auch einige der typischen Tiere Schwedens kennenlernen. Unter anderem sind das Wölfe, Luchse und Bären. Das Freilichtmuseum ist natürlich auch im Stockholm-Pass enthalten. Die nächste Sehenswürdigkeit auf unserer Liste ist das Junibacken. Das ist vor allem den Figuren von Astrid Lindgren gewidmet, zum Beispiel Pippi Langstrumpf oder Ronja Räubertochter und noch vielen, vielen mehr. Es ist also ein Museum und es gibt viele wechselnde Sonderausstellungen, die auch anderen Autoren gewidmet sind. Grundsätzlich ist es kein richtiges Museum im klassischen Sinn, sondern eine großartige Fantasiewelt, in der man die weltberühmten Spielorte von Astrid Lindgrens Romanen durchstreift. Das Junibacken ist auch im Stockholmer Pass enthalten. Die letzte Sehenswürdigkeit ist nochmal besonders, denn es ist das Rathaus von Stockholm und hier findet jährlich unter anderem die Verleihung der Nobelpreise im Blauen Saal statt. Blauer Saal ist hierbei eigentlich nicht die richtige Bezeichnung, denn in Wahrheit ist er rot, er wurde einfach nur blau entworfen. Der Blaue Saal beinhaltet außerdem auch die größte Orgel in ganz Skandinavien, auf jeden Fall sehenswert. Im Rathaus gibt es auch noch den Goldenen Saal, hier wurden knapp 19 Millionen Blattgoldteilchen verwendet, deswegen Goldener Saal. Und hier wird zum Beispiel auch nach der Nobelpreisverleihung das Tanzbein geschwungen. Ihr solltet das Stockholmer Rathaus in jedem Fall besichtigen, denn sowohl der blaue als auch der goldene Saal sind wunderschön. Um das Stockholmer Rathaus zu besichtigen, besorgt ihr euch am besten den Stockholm-Pass, wie immer. Und jetzt will ich auch endlich ein paar Worte zu eben diesem Pass verlieren. Ihr könnt den Stockholm-Pass für 1 bis 5 Tage erwerben. Je nachdem, welche Dauer ihr wählt, zahlt ihr etwa zwischen 60 bis 130 Euro umgerechnet. Für einen Tag lohnt sich der Pass, finde ich, eher weniger, aber für 3 bis 5 Tage in jedem Fall. Und da sind so ziemlich alle Sehenswürdigkeiten enthalten und auch Bootsfahrten und der Hop-on-Hop-off-Bus. Sollte euch der Hop-on-Hop-off-Bus nicht ausreichen, könnt ihr euch auch den Travel-Pass dazu kaufen. Der kostet zwischen 12,50 und 25, circa umgerechnet. Und mit dem habt ihr eben die Möglichkeit, alle öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Kinder unter 6 Jahren haben übrigens überall freien Eintritt und zwischen 6 bis 15 Jahren gibt es den Kinder-Stockholm-Pass, der kostet in etwa die Hälfte umgerechnet vom normalen. So, das soll es dann auch zum Stockholm-Pass gewesen sein. Ich will jetzt mal für zwischendurch 2 beliebte Straßen für Spaziergänge erwähnen. Und zwar ist das zum ersten die Montelius-Wagen. Hier hat man einen wunderschönen Blick auf die Stadt, wahnsinnig beliebt, aber sehr schlecht ausgeschildert, deswegen guckt ihr euch am besten mal die Karte auf unserer Website an, da findet ihr die Montelius-Wagen sehr einfach. Die zweite Straße heißt Strandvägen und liegt direkt am Wasser. Viele der Bauten sind hier architektonische Meisterleistungen und die Straße ist eher als Reichenstraße bekannt. Am Ufer ankern übrigens auch viele Boote, sowohl alte als auch neue, das lohnt sich auf jeden Fall, um ein bisschen spazieren zu gehen. So, das soll es auch mit den Sehenswürdigkeiten gewesen sein. Weiter geht's mit dem Shoppengehen in Stockholm. Zuallererst will ich einmal sagen, die schwedische Krone ist etwa 1/10 von einem Euro wert und das Stockholmer Preisniveau ist grundsätzlich deutlich höher als bei uns. Jetzt will ich euch ein paar gute Adressen zum Einkaufen geben. Wie immer spreche ich alle Sachen deutsch aus, damit ihr die Sachen später auch finden könnt. Die erste Shoppingmöglichkeit ist die Västerlånggatan. Die gilt als eine der schönsten Straßen Stockholms und ist vor allem bei Touristen sehr beliebt, da es viele abwechslungsreiche Geschäfte gibt. Die zweite Shoppingmöglichkeit ist die Österlånggatan. Die finde ich persönlich sehr cool, denn sie ist deutlich weniger überlaufen als die Västerlånggatan und hier stehen viele kleine und auch typisch einheimische Geschäfte. Dann will ich auch Hyttorget erwähnen. Das ist ein zentraler Platz. Hier steht zum Beispiel das Kaufhaus PUB. Und abgesehen davon gibt es hier Wochenmärkte und am Sonntag einen Flohmarkt, wo man bestimmt auch das ein oder andere Schnäppchen finden kann. Ihr werdet bestimmt auch einem Ahlens-Kaufhaus begegnen, denn das ist eine Kette von Einkaufshäusern und allein in Stockholm gibt es davon knapp 20 Filialen. Ahlens ist vor allem für Beauty und Fashion bekannt. Ein Luxuskaufhaus ist das Nordiska Kompaniet. Hier gibt es also alles ein bisschen teurer, ein bisschen schicker, ein bisschen edler. Und sogar die schwedische Königsfamilie kommt hierher, um Kleidung einzukaufen. Die letzte Shoppingadresse, die ich erwähnen will, ist die Östermalms Saluhall Markthalle. Die ist für Lebensmittel bekannt, denn hier wird sehr viel Wert auf Frische gelegt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel selber kochen wollt im Urlaub, dann solltet ihr auf jeden Fall hier hingehen. So, damit will ich auch abschließen mit dem Shopping-Thema. Weiter geht's mit dem Essen gehen in Stockholm. Typische Gerichte in Stockholm sind unter anderem Köttbullar, Krabben, Elch und auch Janssons Frestelse. Das ist Kartoffelauflauf mit Anchovies, Zwiebeln und Sahne. Wie immer will ich euch auch ein paar Restaurants empfehlen und zwar ist das zuallererst einmal das Lilla Ego. Hier gibt es gehobene Küche, eine kleine, aber feine Speisekarte, sehr freundliches Personal und man sollte am besten lange im Voraus planen, da es so gut wie immer ausgebucht ist. Die Küche ist grundsätzlich schwedisch und europäisch angehaucht.
Das zweite Restaurant, das ich euch empfehlen will, ist das STHLM Tapas Vasastan. Es ist mittelpreisig, für seine Tapas bekannt, sehr beliebt und man genießt hier einen hervorragenden Service. Ihr solltet aber aufpassen, denn es gibt mehrere Restaurants unter diesem Namen. Das Richtige findet ihr auf der Karte auf unserer Website. Das letzte Restaurant, das ich euch empfehlen will, ist zugleich auch das günstigste, aber deswegen nicht das schlechteste. Es heißt Mom's Kitchen und ist für Stockholmer Verhältnisse sehr günstig, hat typisch schwedisches Essen, zum Beispiel Köttbullar, auch viel Gebäck und das kann ich euch auf jeden Fall auch ans Herz legen. So, dann will ich euch zum Abschluss noch ein paar Tipps zum Nachtleben in Stockholm geben und zwar zuerst einmal drei Clubs bzw. Bars vorstellen. Die erste Bar ist die Absolut Eisbar. Sie ist sehr beliebt, oft überlaufen und alles besteht aus Eis, sogar die Gläser. Man darf deswegen auch nur maximal 40 Minuten drin bleiben, denn die Temperatur ist konstant bei mindestens minus 5 Grad. Da es doch ziemlich kalt ist, bekommt man einen Umhang und auch einen Cocktail und man zahlt 180 Kronen Eintritt, also ziemlich viel, ist aber auch ziemlich besonders. Die zweite Bar ist Le Rouge. Sie ist im französischen Stil gehalten, hat ein sehr schönes Interieur, die Preise sind in Ordnung und allen Frankreich-Liebhabern würde ich da mal empfehlen, vorbeizuschauen. Die dritte Bar, die ich euch empfehlen will, ist sogar eine Skybar. Hier oben hat man eine tolle Aussicht auf Stockholm und sie heißt Och Himlen Der Thiel. Zwei Clubs will ich euch auch noch empfehlen und zwar ist das der Terrassen Fretzgatan 12. Das ist ein extrem beliebter Club. Im Sommer kann man sogar im Freien mit einem DJ feiern. Und der zweite Club ist ein Club für alle Jazz-Liebhaber unter euch. Hier wird nämlich Soul, Funk und auch Jazzmusik gespielt. Ein bisschen teurer, aber die tolle Live-Musik macht das locker wieder wett. So, damit bin ich auch wieder am Ende meines heutigen Monologs angekommen. Wie schon erwähnt, findet ihr in der Videobeschreibung noch die Links zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, zum Stockholm-Pass, zu der Karte mit allen wichtigen Orten, die ich in diesem Podcast erwähne und auch die Links zu unserem Hotel und unserem Flugvergleichsrechner, mit denen ihr eure Reise nach Stockholm günstig buchen könnt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch schon mal ganz viel Spaß in Stockholm. Das ist eine großartige Stadt. Bis dahin, macht's gut, liebe Grüße, euer Urlaubsliebhaber.